Herzlich willkommen zu Gottes Spuren. Ihre Bücher eroberten die Bestsellerlisten und blieben jahrzehntelang Dauerbrenner. Die Rede ist von der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Christa Mewes. Mehr als 5 Millionen Mal wurden ihre Werke weltweit verkauft. Doch obwohl sie eine international anerkannte Autorin ist, steht sie oft alleine in ihrem Kampf für die Familie. Sie kämpft gegen eine Sexualisierung der Kinder, gegen rücksichtslose Selbstverwirklichung von Erwachsenen und für die Anerkennung des Berufs Familienmutter. Genauso interessant wie ihre Bücher und ihre Vorträge ist ihr abwechslungsreiches Leben. Darüber möchte ich nun mit ihr selbst sprechen. Herzlich willkommen, Frau Mewes. Sie sind ja eine Vorreiterin von Ehe und Familie als Konzepte des menschlichen Zusammenlebens. Welche Erfahrungen haben Sie denn in Ihrer eigenen Kindheit gemacht mit Ehe und Familie? Ich hatte wunderbare Eltern, die in einer zusammenhaltenden Familie und Ehe lebten, durch allen Krieg und all Not und Tod und gemeinsam mit einem älteren Bruder. Ihr Haus, in dem Sie damals lebten, in Neumünster in Schleswig-Holstein, wurde während des Krieges bombardiert, wurde auch zerstört. Sie selber waren im Haus, im Keller, aber sie blieben unverletzt, sie haben überlebt. Haben Sie damals gedacht, dass Gott Sie damals auch beschützt hat? Damals waren wir so von Tod umgeben, denn unsere Stadt stand dann 1944 im Fokus und wurde bombardiert, Tag aus, Tag ein, immer wieder, immer neu. Und so, dass wir immer nur rannten und uns wunderten, dass wir noch überlebt hatten. Und unsere Freunde hatten nicht überlebt und wir holten sie heraus. Es war eine furchtbare Zeit. Und hinterher habe ich mich gewundert, schon ganz und gar, als der Krieg zu Ende war, wieso als Verdienst und Würdigkeit hatte ich überlebt. Und so viele in meinem Umfeld, so viele meiner Freunde und jungen Menschen haben sterben müssen. Das habe ich als staunendes, ja, natürlich mit Dankbarkeit, aber auch ein bisschen schon beschämend zur Kenntnis genommen. Noch während des Krieges haben Sie dann mit dem Studium begonnen in Breslau. Ihre Fächer waren Deutsch, Englisch und Geografie. Mit welchem Berufsziel haben Sie damals angefangen zu studieren? Ja, wir hatten einen wunderbaren Deutschlehrer, der uns so herrlich eben die gesamte Kultur, die Literatur und dergleichen darstellte. Ich wollte infolgedessen auch so eine Lehrerin in den Oberschulen werden und dort Deutsch unterrichten. Während des Krieges wurden Sie dann aber auch eingezogen in die Wehrmacht. Sie mussten an die Front, mussten kämpfen. Sie sollten als Flakhelferin dienen. Aber sie mussten dann letztendlich doch nicht an der Waffe dienen, sondern sie kamen ins Meldewesen. Wie haben Sie denn das geschafft? Ja, an der Waffe dienen brauchten die Mädchen nicht. Aber das Ganze war natürlich für uns auch ein Riesenunglück, die wir eben 1945 schon fest davon überzeugt waren. Dies war Tod. Dies kam nur darauf an, wann und auf welche Weise man jetzt sterben würde. Dass es ein Dämon gewesen war uns 45 längst bewusst und mit nur Tränen und voller Trauer und Schrecken hat man diesen Gestellungsbefehl überhaupt zur Kenntnis genommen und alle Schrecken, die damit verbunden waren. Aber ich war da auch ein bisschen favorisiert, wohl weil ich Geografie studiert hatte und so kam ich eben in diese favorisierte Stellung, dem Herrn Oberbefehl an einem kleinen flachen Bunker immer mitzuteilen, wann die Roten enden und in welcher Zahl sie dann von der deutschen Bucht her nach Sachsen einfuhren. Und sie fuhren immer nach Sachsen ein damals. Denn das war das Letzte, was jetzt die Alliierten zerstören wollten. Buna und Leuna, die letzten Benzinwerke Deutschlands. Und Dresden, all das, was in Sachsen passierte. In dieser Hölle saßen wir. Mit einer Flakbatterie von 12,8, mit riesigen Massen von Geschützen, die in unendlichem Lärm in die Luft schossen, aber nichts trafen, weil auch ihre Geschwindigkeit gar nicht mehr der Geschwindigkeit der roten Enten dort oben entsprach.
Sie mussten nicht ganz bis zum Ende des Krieges an der Front sein. Sie konnten dann auch zusammen mit 10 weiteren Soldatinnen fliehen. Das war eine sehr aufregende Zeit. Da haben Sie sehr aufmerksame Schutzengel gehabt. Ja. Können Sie da vielleicht irgend so eine wunderbare Fügung noch erzählen von damals? Ja, es war Flucht. Die Fluchterlebnisse sind vielfältig, die von Zeitzeugen erzählen. Fürchterlich. Nur noch eben einfach durch die Felder, durch die Wälder, nicht mehr auf den Straßen, immer versuchend, irgendwelche Schienen zu fassen zu bekommen, verhungernd mit dem Stahlhelm, den wir dann immer zwischendurch aufsetzten, weil wieder Tiefflieger kamen und man sich auf die Erde warf. Und dann irgendwann waren wir durch Schrecken und Not und Tod eben mit den Schutzengeln an der Seite in Schleswig-Holstein gelandet, denn die Heimatstadt war ja Neumünster. Und da stand plötzlich unter Dampf ein leerer Zug, das heißt eine Lokomotive und ein erster Klassewagen mit 2 Leuten, die ja hantierten. Und wir sagten, was ist das? Und sie sagten, ja, wir fahren demnächst mal auf den Güterbahnhof, auf richtige Bahnhöfe fuhren keine Züge mehr, weil die bombardiert wurden. Wir fahren da demnächst mal hin und wir brachen zusammen vor Freude, aber auch vor großer Erschöpfung, meine Freundin und ich. Und sie zogen uns in die Polster der ersten Klasse raus in diesem Wagen und haben uns da, glaube ich, noch so fast reingehoben. Und wir sind da zusammengebrochen, sofort eingeschlafen nach diesen schrecklichen Tagen der Flucht. Und irgendwann aus diesem erschöpften Tiefschlaf heraus hörten wir ein Geräusch. Wump, 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 wump. Da fuhr dieser Zug wirklich in unsere Heimatstadt. Und sie sagten zwar, es wäre alles zerstört, auch wir könnten nicht erwarten, unsere Häuser wären auch alle platt. Wir könnten nicht erwarten, dass wir unsere Angehörigen wiederfinden würden. Und wir gingen dann in die Stadt, wir gingen und gingen. Natürlich in die Nähe unseres damals eben auch noch zerstörten Elternhauses. Und wer kam uns entgegen? Mein Vater und meine Mutter. Also ich fange immer noch wieder an zu weinen, wenn ich an diese Begegnung denke. Sie ist unendlich wunderbar. Sie konnten dann Ihr Studium fortsetzen, und zwar in Kiel. Sie hatten mit sehr großer Lust und Wissbegier dann weiter studiert. Was bedeutete für Sie damals das Studium? Ach, einfach leben. Plötzlich leben. Wir haben uns immer noch wieder gekniffen. Ist es wahr? Der Krieg ist vorbei. Und wir leben. Nicht auch mein Bruder war sogar heimgekommen. Meine Eltern lebten, meine Großeltern lebten, unsere ganze Familie hatte das alles überlebt, und dieses Studium war so voll innerer Freude, auch voll so viel Dankbarkeit, dass wir jetzt dieses ganze Wissen noch wieder aufnehmen durften von Professoren, die plötzlich kamen, wer weiß woher, noch in zerstörten Räumlichkeiten. Immer waren da keine Fenster und auch keine elektrischen Leitungen. Aber wir studierten schon und wir durften studieren. Das war auch noch etwas Besonderes, weil wir nicht belastet waren. Deswegen durften wir sogar 45 wieder in einem zerstörten Kiel weiter studieren. Sie haben aber nicht nur studiert. Bei einer Tanzveranstaltung haben Sie dann einen jungen Augenarzt kennengelernt, und das hat nicht einmal ein Jahr gedauert. Da waren Sie schon ein Ehepaar. War das Liebe auf den ersten Blick? Ja, und wie? Auf den ersten Blick. Wir haben eine kleine Tanzveranstaltung gemacht, also mit Wasser und Salzstangen, aber mit einer Fröhlichkeit, die heute gar nicht mehr in diesen Festen ist, wie wir sie hatten. Und er forderte mich auf zum Tanzen, tanzte mit mir, trat mir immer auf die Füße, denn er war unendlich unmusikalisch, hatte gar keine Beziehung zum Rhythmus. Aber ich wusste dennoch, das ist der Mann meines Lebens. Und das hat ja dann auch 57 Jahre gehalten, bis zu seinem Tod als 92-Jähriger mit dieser 21-jährigen Studentin. Sie sind dann kurz nach der Hochzeit gewechselt nach Hamburg, zunächst mal wegen Ihres Mannes. Der ist ja an das Klinikum Hamburg gekommen. Ja. Sie haben dann auch wieder Ihren Studienort gewechselt und haben ein neues Studienfach
hinzu gewählt, und zwar Psychologie. Was hat Sie an Psychologie besonders interessiert? Ach, inzwischen hatte ich ja längst gemerkt, auch bei den vielen Lagern und was wir doch alles noch so machen mussten, auch schon als Schülerin, wie sehr mich der Mensch interessierte. Wie sehr. Und es war alles eben auch in Hamburg noch alles zerstört, aber dennoch, sie waren alle schon da, die wieder aufbauen wollten. Es ist wohl offenbar auch ein Trieb der Natur. Ich sehe es immer an meinem Nussbaum. Wenn ich den ganz intensiv beschneide, dann sprießt er im nächsten Jahr doppelt heraus. Und so ähnlich haben wir uns geführt damals. Und so war das auch mit der Psychologie. Die war ja auch bei dem Dämon Hitler mehr oder weniger verboten. Und jetzt kam es alles zurück. Sie kamen zum Teil, als Juden besonders, nicht, kamen sie zurück an die Universitäten. Man konnte dies und jenes, nicht, Psychologie, Entwicklungspsychologie, Kinderpsychologie, Psychiatrie. Ich habe das geschlürft. Und ich merkte dann bald, dass wenn ich je irgendetwas in dieser Hinsicht machen würde, das in dieser Hinsicht, in diese Richtung laufen würde. Sie haben dann auch schnell studiert. Sie hatten einen Wettlauf, denn Sie waren schwanger. Und Sie haben den Wettlauf insofern gewonnen, dass also kurz nach dem Abschluss Ihres Studiums und Ihres Staatsexamens dann Ihre erste Tochter Antje geboren wurde. Was war das und was bedeutete das für Sie, zum ersten Mal Mutter zu werden? Das allergrößte Glück meines Lebens. Das ist der allerseligste Moment gewesen. Die Haupterfüllung meines Lebens war dieses, es war auch so zauberhaft, dieses kleine Mädchen, das gar nicht schrie, sondern nur so ganz zart und süß weinte. Es war umwerfend, unendlich schön. Das Familienleben wurde dann noch intensiver, als dann 2 Jahre später Ihre zweite Tochter Ulrike zur Welt kam. In dieser Zeit waren Sie Familienmutter in Vollzeit. Haben Sie in dieser Zeit einen Beruf vermisst? Nein, Vollzeit und Halbzeit oder Vereinbarkeit und weiß der Himmel was. Alle diese modernen Begriffe waren bei uns ja noch gar nicht üblich. Wir hatten ja nichts.